Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich lesen die letzten Worte Jesu und da lese ich auf Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So ein wichtiges Wort. Er sagt, geht hin. Erzähle den anderen Menschen, dass es mich gibt, Jesus, der auf der Erde war, der ist gestorben für die Sünde der Menschen, dass jeder durch ihn gerettet werden kann und in der Ewigkeit mit ihm leben. Geht, erzählt es, sagt es allen anderen, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wo soll man hingehen? Nicht jeder kann irgendwo weit hinfahren, aber jeder hat eine Arbeit, jeder hat Nachbarn, jeder hat irgendwo eine Möglichkeit, es zu sagen. Dort mit diesen Menschen, wo du zusammen bist, versuche es weiter zu sagen. Ganz wichtig. Oder gehe. Oder wir lesen jetzt in Markus 16, 14 bis 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, dann steht es auch weiter, was der Herr dir helfen wird. Also wir beistehen, wie die Leute gesund sein werden, wie Wunder geschehen werden und so weiter. Aber wichtig ist, was wir machen sollen, gehen und es tun, suchen auch jemand. Er sagt, wichtig auch ist, taufen sich lassen. Ich habe schon oft Leute gehabt, die haben gesagt, ja, ich habe schon gebetet, ich habe schon Jesus angenommen. Aber wenn es zur Taufe geht und wirklich mit Gott diesen Bund schließen und ihm also wirklich dieses Versprechen geben, mit dir zu gehen, das ganze Leben und so getauft werden, das Alte verlassen und dann für ihn auch hier sein und dann auf einmal sagen sie, ja, ich bin noch nicht bereit. Aber wichtig ist wirklich weitergehen, den anderen sagen, der es annimmt, der wird mit dem Herrn leben. Und da sind wir auch wirklich gefragt. Ich war jetzt vorige Woche, hat mich jemand eingeladen am Samstag, also sind zwei Männer, die so auch in der Stadt stehen und verteilen Traktate. Ja, und ich soll auch mitgehen. Dann bin ich auch hingegangen. Es sind 5 Stunden, da ist da stehen und den Menschen es geben, kleine Traktate, eine kleine Bibel so. Und ja, und dann habe ich es auch versucht. Und ich merke also, es klappt bei mir gar nicht so. Bevor ich jetzt jemand gebe und sage, darf ich Ihnen was geben? Also, die gehen schon vorbei. Und da war ein kleiner Junge, 12 Jahre, der hat dann wirklich schnell viel verteilt. Ich habe letztendlich auch was verteilt. Aber ich musste lernen, wie man es wirklich jemand anspricht. Man weiß auch, nicht jedes Wort, das man gibt, wird gelesen. Manche schmeißen es wieder weg. Aber trotzdem, jemand wird es lesen. Und jemand wird es berühren. Und dann ging ich ja weiter so und auf einmal sehe ich da eine Person, eine ältere Frau war da und so traurig, richtig traurig, da hat man das Leid im Gesicht gesehen. Und ich habe gesagt, kann ich Ihnen da anbieten, da habe ich so eine kleine Bibel. Nein, brauche ich nicht. Und ich stand und wusste nicht, auf einmal frage ich, darf ich für Sie beten? Ja, ich bin bestürzt oder so, ich bete. Und dann habe ich auch gebetet, Herr Jesus, nimm diese Traurigkeit von dieser Person weg und stärke sie dort, wo ist, also heile du durch dein Wort. Berühre sie, dass sie dich spürt, denn du bist der Arzt, du bist der Helfer, du bist jemand, der alle Not also auf sich nehmen kann. Liebe, heile und helfe diese Person. Ich sehe, laufen Tränen bei dieser Person. Und es war mir so auch wichtig, ich kann jetzt nicht so gut verteilen, aber ich konnte jetzt beten zum Beispiel. Und jeder von uns hat so eine Gabe, mit der er besonders dienen kann. Und ich denke auch, wenn man gerade betet, Jesus, gib mir jemand, dass ich heute sagen kann oder so, schreiben jemand kann oder jemand anrufen, wie auch immer, aber mich soll es wirklich bewegen, was Jesus hier sagt. Geht hin, tut etwas, um das Evangelium weiterzubringen. Es ist wichtig. Ich lese doch aus Johannes 20, vom 19. bis zum 21. Vers. Da ist schon Jesus auferstanden. Und was sagt er hier? Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Wichtig,
Jesus, auferstandener Herr. Und er sagt ihnen, mich hat der Vater gesandt. Deswegen war ich auf der Erde. Deswegen habe ich diesen Plan gemacht. Ich habe es gesehen, wie ich die Leute geheilt habe. Wie ich auch letztendlich gestorben bin. Und auferstanden. Ihr habt alles gesehen. Aber der Herr hat mich gesandt. Der Vater hat mich gesandt. Und so sende ich euch auch, dass ihr auch gehen sollt. Dass ihr verkündigen sollt die Gnade Gottes. Die ist heute da. Jeder, der wird glauben an mich, an Jesus, der wird gerettet. Macht das, erzählt es den Leuten. Lehret sie zu halten, alles, was hier steht. Also in der Heiligen Schrift. Geht hin, ich sende euch aus. Liebe Geschwister, ich will es auch jedem von euch sagen, auch mir selber. Der Herr sendet dich aus. Geh und verkündige das Wort. Und der Herr wird dir helfen und dabei stehen. Gott segne dich. Amen.